Ja, Pressegespräch ist vorüber mit unserem Cheftrainer Bradley Gratton heute hier bei uns vor dem Wochenende mit den Spielen gegen Weißwasser und gegen Bietigheim. Wir wollen natürlich nachfragen beim Trainer, wie hat er denn die Pause verbracht? Was hat er in den letzten Tagen gemacht? Brad, welcome to the press meeting. So may you can tell us what have you done during the break? Have you been at the ring? Have you seen the city? How was it like for you? I've been at the rink for a couple of days, just getting prepared for the weeks. And after I was done all that, I spent some time downtown and took some sights in and spent most of the day on Sunday down there and enjoyed the beautiful city and walked around, and it was a very nice day. So it's a beautiful city. Ja, also die Pause, die hat er größtenteils hier in der Arena verbracht, nämlich damit, sich auf die kommenden Spiele vorzubereiten. Da war einiges aufzuarbeiten, was in den ersten Wochen angefallen ist. Deshalb war er größtenteils hier. Am Sonntag dann hat er sich ein bisschen Zeit genommen, um die Stadt mal kennenzulernen. Ist von früh um 8 dann in der Stadt unterwegs gewesen. War auch super Wetter, super Sonnenschein. Und er konnte ein bisschen Dresden kennenlernen. Das ist eine wunderschöne Stadt. Er hat es sehr genossen. How important was a break for the guys in the locker room? Wie wichtig war denn die Pause für die Jungs in der Kabine? Well, I think it's always important. I just got here, so the break for me is not important. But for them, yeah, it's a good fresh, to go home or to see your family or go somewhere with your girlfriend or wife or with your kids. And, it's good to get away from the rink for some days and just clear your head and not even think about hockey and, come back refreshed and raring to go. Er sagt, für ihn war die Pause jetzt natürlich nicht so wichtig, weil er ja davor jetzt noch nicht so lange hier war. Aber für die Jungs war es schon wichtig, einfach wieder so eine gewisse Frische zu bekommen, sich ein bisschen zu erholen, mal den Kopf frei zu bekommen, nicht an Eishockey zu denken, was mit der Familie zu machen, mit der Freundin vielleicht mal wohin zu fahren, um dann einfach wieder motiviert und wieder richtig fokussiert auch zurückzukommen. The next game is against Weißwasser, so it's a very special game for the fans here in Dresden and for the team. What can you say about the team of Weißwasser? Was kann er über Weißwasser sagen? Es ist ein besonderes Spiel für die Fans. They've done well. It's not lucky that they're where they are. They have a good team. I've watched them play on video quite a bit, and we've gone over it and let the guys see it this week, and we'll go over it again tomorrow before the game, after pregame skate, and just get ready for them. I don't know them 100%, and probably will never know any team 100%, but, we focus on some stuff with them, but our main focus is on our team, and that we're prepared and come out here against a team that's up there, and, we need to battle to get where we want to be, and we need to come in here tomorrow, doesn't matter what team that's coming in, we need to be ready to go. Ja, also er sagt erstmal, er hat sich ein paar Spiele angeschaut von Weißwasser. Die sind natürlich nicht durch Zufall da, wo sie sind, sondern es ist eine sehr gute Mannschaft. Sie bringen das alles sehr gut aufs Eis. Er hat ein paar Spiele gesehen, hat den Jungs auch schon ein paar Sachen gezeigt im Wochenverlauf, wird es dann morgen nochmal intensivieren im Rahmen des Pre-Game-Skates. Und dann sagt er, dann kommt es einfach darauf an, dass man 100% bereit ist. Man weiß nie 100% über die andere Mannschaft Bescheid. Es gibt da sicherlich immer Überraschungen, die der andere Trainer präsentieren kann. Und letztendlich kommt es darauf an, dass man sich deshalb besonders auf die eigene Leistung fokussiert, das, was er vorgibt, als Trainer aufs Eis bringen. Und er denkt, dass das bisher ganz gut funktioniert hat, und er ist sehr zuversichtlich, dass das auch gegen Weißwasser funktionieren wird. Thank you and good luck for the weekend. Danke.